Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder FIFA 22 Karriere mit Andi Scheibe. Leider nicht mit dem ersten FC Sylt, sondern mit SVW Wiesbaden. Dieses Team hat uns letztes Mal so ein paar gute Spiele versprochen. Und jetzt gehen wir mal so ran, würde ich sagen. Guck mal, wen wir noch so. Der hier kommt auf jeden Fall als Joker mit. Und sonst würde ich erstmal es so lassen oder so ein Thiel rein, nee, ne? So, ich würde das dann so lassen. Oh, wie. Hab ich Nein gedrückt? Nein, nein, nein. Och, Mann. Nilsson soll natürlich rein. Faruk auf der Bank. Und vielleicht können wir nochmal ein IV einwechseln. Ihn hier nämlich. Er soll auch mal wieder spielen. So, speichern wir so und gehen in die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen SC Werl. Die sind ganz außer sich, die Presseleute, dass sie den an die Scheibe mal in echt sehen. Springen hier. Es muss Änderungen geben. Wir dürfen Sportclub Werl nicht unterschätzen. Wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Die Jungs müssen sich im nächsten Spiel darauf konzentrieren, ihre Bestleistungen abzurufen und zwar ohne Siegesdruck. Oh nee, das war kurz vor einer Meisterschaft dieses Hauses, würden sie den Aufstieg nicht mehr schaffen. Glauben sie trotzdem noch dran? Ich glaube, das ist gar nicht mehr möglich. Wir kämpfen bis zum Schluss. Wir werden bis zum Schluss kämpfen und wir wollen es nach wie vor schaffen. Weil es am Ende doch nicht reicht, werde ich nicht enttäuscht sein. Habe ich doch schon mal gesagt, oder? Schwanger eine Leistung gezeigt, wir sehen die Schwankungen aus. Wie sehen Sie diese Formschwankung? Wir werden allen zeigen, was wir können. Nur kein Zweifel daran, dass wir uns verbessern werden. Bald werden alle sehen, was in uns steckt. Vielen Dank, keine weiteren Fragen. Super. Super Pressekonferenz. Die letzte und wahrscheinlich auch die erste, die ich jemals gegeben habe, war besser. So. Wir gehen ins Spiel rein. Das wird hart. Ich glaube, der Aufstieg ist gar nicht mehr möglich. Also ich kann da nicht so viele Punkte machen, aber egal. Wir werden unser Bestes geben und wir werden vor den ersten FC Sylt diese Saison beenden. Das ist mein Ziel. Und wenn wir das nicht machen, dann werden Leute hier ausgewechselt. Dann kommt die B11 zustande. Ach nee. Ganz kurz. Seht ihr jetzt was? Oranges Bild. Ich möchte aber. Ja. Jetzt haben wir nämlich auch Toren. Gut. Das orange Bild war super, oder? So, Team, holt euch jetzt erstmal den Ball. Wir sind in Grau. Grau gegen Weiß. Wer denkt sich sowas aus? Wir haben schwarze Trikots. Warum machen wir nicht Weiß gegen Schwarz? Also. Check ich nicht. So, jetzt spielt das mal locker zusammen. Ja. Ja, gut geschickt. Oh, nee. Probier's doch mal alleine mit der Schnelligkeit, die du vielleicht nicht besitzt, aber. Oh, Nilsson mit dem ersten Abschluss. Ecke. Für uns. Ecke, Tor. Die war ja richtig schlecht geschossen, die Ecke. Direkt in die Arme des Torwarts. Müsst ihr euch nur den Ball wiederholen. Ja, es sieht schon mal nicht schlecht aus. Abseits, ganz klar. Oh, Schiri, das war auch abseits. Meiner Meinung nach war es abseits sogar. Aber solange es kein Gegentor ist, stört es mich jetzt nicht, weil es eine Fehlentscheidung war. Wenn es Gegentor ist, dann muss der Videoassistent eingreifen. Ja, das würde echt nur noch fehlen, wenn in FIFA einfach dann der Videoassistent kommt. Dann machst du wirklich, du spielst gerade Weekend League eine Runde und dann schießt einer ein Tor, weil nicht abgepfiffen wurde bei Abseits. Und dann kommt, meldet sich der Video Assistant. Und dann, na gut, bei Abseits ist ein bisschen blöd. Was, Schiri? Das stimmt doch überhaupt nicht. Der hat nichts getan. Abseits ist ein bisschen blöd, aber bei so Elfmeterentscheidung. Dann kommt plötzlich, läuft der Schiri da zu dem Fernseher und guckt sich erstmal die Szene nochmal an. Das würde ja noch fehlen. Okay, der erste Schuss mal von den Gegnern. Ja, super angenommen. Jetzt muss er irgendwie in die Mitte kommen. Schieß! Gott.
Das ist der Dreck. Ja. Ein weiter? Schieß! 1-0! Iredal! Du bist mein Mann jetzt hier. Für ZOM bist du, spielst du jetzt persönlich, beruflich, immer, meine ich. Ist das geil. Wir führen 1-0 zur Halbzeit. Wir haben null Schüsse, ja gut, eine hatten sie, finde ich. Aber okay. Team, wir haben das super gemacht. Wir haben die total unter Kontrolle und das ist eigentlich unser Sieg. Spielt einfach so weiter, macht nur ein, zwei Buden und dann haben wir es. Das ist raus mit euch. Boah, das war eine gute Flanke, aber die ist leider zum Glück übers Tor gegangen. Wollte gerade leider sagen, aber es wäre scheiße für uns gewesen. Iredal jetzt als Ballverteiler, ja, mal auf 7, ja, 7 passt zu 7, passt. Jetzt lauf erstmal, ja, okay. Super Richtungswechsel. Bei Anno Mitnahme, schieß! Oh, schade. Macht weiter so diese Kombination, das finde ich geil. Und jetzt wechseln wir. Da ist schon ein bisschen erschöpfter, ne? Ich würde mal was ausprobieren. Die beiden kommen rein und links kommt Brummer rein. Machen wir mal einen totalen Wechsel da vorne im Sturm. Vielleicht kann jetzt einer nochmal ein Tor von denen machen. Ja, vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht ein Gegner nochmal. Oh oh. Hat da einer zu früh gewechselt? Das wäre natürlich blöd. Aber sie haben noch die Chance. Ich habe übrigens 60. Minute das gemacht und jetzt haben wir schon 70. Die sind noch nicht drin. Oh mein Gott, was ein Fehlpass von Iredal. Deswegen bist du ausgewechselt, mein Freund. Was ist das denn? Jetzt hätte er auf Iredal durchstecken können. Ja, ich schätze mal, es wird nichts mehr, ne? Da ist Abpfiff. Jetzt holt euch doch mal den Ball. Die wollen auch nicht, bei den Gegnern soll auch gewechselt werden. Die wollen auch nicht ausgewechselt werden. Deswegen, die machen auch nicht so einen gefährlichen Torschuss. Die probieren das total durchzu. Oh, nee, jetzt kommt die Wechsel. 83. Bei denen kommt gar kein Wechsel, ja. Die können noch. Eigentlich können die. Ja, manche von denen sind schon ganz schön erschöpft. Ey, wenn ich jetzt noch das 1-1 kriege, dann bin ich richtig sauer. Was ist denn jetzt los? Dass ich nicht auf die Bank gewechselt. Nein! Nein! Es ist wirklich das 1-1 gefallen, als ich hier gerade so ein Problem hatte mit der Dings. Eigentor? Das kann nicht sein. Ich habe es nicht gesehen, weil ich da so Probleme hatte. Ich hatte die Bank versehentlich aufgerufen. Das wollte ich aber gar nicht. Jetzt spielt doch mal nach vorne. Gott, 1-1 durch ein Eigentor. Das kann nicht wahr sein. Wir waren so viel die bessere Mannschaft. Was schreiben die Medien über mich? Ist mir immer am wichtigsten. Ach. Jetzt komm mal, erzähl mal, Iredal. Hallo Boss, es wird viel über meine aktuelle Position geredet. Ich wollte Ihnen nur versichern, dass ich alles tun werde, um die mit der Mannschaft Erfolg zu haben. Wenn Sie es wollen, so spiele ich gerne als offensiver Mittelfeldspieler. Meiner Sicht macht das wirklich gut. Deine Einstellung gefällt mir sehr. Mir war immer klar, dass du ein echter Teamspieler bist. Du spielst auf dieser Position gut. Sie gibt dir die Chance, mehr zum Stammspieler zu werden. Das ist doch dein Ziel, oder? Das ist eh dein Ziel, oder? Ja, natürlich ist das dein Ziel. Weiter. Und ich weiß immer noch nicht, wann der letzte Spieltag ist. Wir haben wenigstens keine Niederlage gehabt, sondern einen Unentschieden. Und wir haben 3 Punkte Abstand auf Sylt. Was gut ist. So. Ich würde sagen, wir wechseln nochmal. Es kommt wieder er hier rein, Carstens.
Links spielt mal wieder Thiel, obwohl Korte gerade plus 2 hat. Iredal hat einfach minus 5, der Ärmste. Er im Goppel. Dafür kommt Langford. Haben wir noch was für die Mitte? Meißner. Jakobsen. Dann packen wir Jakobsen für Fechner rein. Der Rest bleibt so. Speichern wir und gehen ins Spiel gegen SV Waldhof. Wir müssen jetzt auf jeden Fall gewinnen. Es muss ein Sieg her, sonst geht das so nicht weiter. Ich weiß langsam nicht mehr weiter, wirklich, ne? Es geht so nicht mehr weiter, ich weiß nicht mehr weiter. Ich probiere alles. Ich probiere mich gut zu schließen mit dem Iredal. Macht dann auch ein Tor und dann wichse ich den aus und dann macht der Mockenhaupt ein Eigentor. Dachte, wir wären Kumpels, wir haben geschrieben auf WhatsApp. Er hat mir Nachrichten geschickt, so dass er sich sorgen. Er hat das Team und ich dachte so, ja, wir beide sind's. Und dann macht er ein Eigentor. Schieß! Oh, er haut ihn rüber. Er haut ihn rüber. Ist ja der Wahnsinn. Ich möchte nicht, dass sie weiter so durchkombinieren. Zum Glück war es so ein schlechter Abschluss. Wer ist die 9? Boyamba! Er hat keine Chance gegen meinen Torwart-Boss. Mit der Boss. Der Boss ist kein Vorbeikommen. Oh oh. Das war nicht schlecht gespielt. Ja, jetzt gehen wir mal nach vorne. Ja, über die Außen. Ja, pass auf für 22. Ja, gut, dann nicht. Halt auf 28. Der ist aber im Abseits. Fehlanzeige. Ja, es wäre auch abseits gewesen, glaube ich. War ein Stück zu spät der Pass. Alles ist alles problematisch. Ja. Nochmal auf außen genau. Los, irgendwer? 1-0. Kempe. Das ist doch der Typi, dem ich ganz am Anfang Mut zugesprochen habe, ne? Wahnsinn, was aus dem geworden ist. Ein zweites Tor. Die ganze Zeit nichts gemacht. Im ersten Spiel, wo ich ihn spielen lassen habe, hat er gleich überzeugt mit dem Tor. Danach die ganze Zeit nicht und ich habe ihn immer spielen lassen. Und jetzt, in eins der letzten Spiele, macht er plötzlich wieder ein Tor. Also der Sieg ist ganz wichtig. Schieß! Oh, ich habe nicht verstanden, wie der Ball wo war, aber irgendwie sah es ganz knapp aus. Er ist nicht übers Tor und er war ziemlich hoch, also Latte oder irgendwie auf der Linie gerettet. Torwart oder sowas, ich weiß es nicht. Ecke für die Gegner. Müssen wir raus. Super, war eine richtig schlechte Ecke. Einwurf für die Gegner. Auch richtig schlecht. Einwurf war. Oh. Ich dachte, der wäre drin. Der ist drüber gegangen. Boah, fast wie Hernandez gegen Barca. Ja, jetzt muss der Ball irgendwie nach vorne kommen. Ja, für 15, lauf mal ein bisschen. Und ja, genau. Nee, das war schlecht. Abpfiff, erste Halbzeit, 1-0 für uns. Wir warten gar nicht lang, brauchen gar keine Ansprache. Ihr habt das super gemacht. Machen weiter gleich. Einfach weiter. Wir haben ja auch keine Zeit dafür, für solche Sachen hier. Ja, ein langer Ball, war überhaupt nichts. Super. Jetzt auf außen, genau. Muss der Ball irgendwie nach innen kommen. Ja, so schon mal nicht. Das war ja nett. Das war richtig schwach. Pass auf. Super gehalten. Nee. Nee. Gut abgewehrt.
Froster, super gehalten. Jetzt müssen wir nach vorne. Jetzt müssen wir hinten raus. Weg mit der Pille weg. Oh, super gehalten. Boah, ich dachte, das wäre das 1-1. Kurz in die ins Team Management. Jakobsen fällt gar nicht auf. Kommt er raus? Das ist für ein schlechter Abstoß. Und an der Wechsel. Jetzt müssen wir wieder den Ball hinten haben. Bitte. Bitte haut ihn weg. Bitte, bitte. Nein. Oh, zweimal gehalten. Super. Jetzt nach vorne, ja? Ja. Auf, lauf, 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 lauf. Da haben wir den Ball schon wieder verloren. Was soll denn das? Durch den Ball wieder. Zurück zum Torwart. Schnatterer rot? Warum? Oh, vorher ist noch dieses Update installiert. Super. Und das war's. Wir haben gewonnen. Weiter. Weiter, weiter, immer weiter. Wir haben gewonnen, wirklich. Und was willst du jetzt schon wieder? Wir haben kürzlich über mein Gehalt gesprochen, es hat sich aber nichts getan. Dann mach mich nicht glücklich. Ganz vergessen, sorry. Tut mir leid, ich hatte zu viel auf dem Zettel und habe es ganz vergessen. Wir unterhalten uns in Kürze. Machen wir ganz bestimmt nicht. Okay, wir haben anspielt Sylt. Sylt hat gespielt und gewonnen. Das ist hart. Wie viele Spiele spielen wir denn noch? Eins auf jeden Fall, ne? Ich schätze, das ist das letzte dann auch. Ich möchte Sie auch informieren, dass Swansea City bereit ist, die Freigabesumme für Maximilian Thiel zu bezahlen. Die Verhandlungen mit Maximilian Thiel haben begonnen. Sie neue Spieler, ob er das geht. Wenn Sie ihn halten möchten, sollten wir eine Vertragsverlängerung vereinfachen. Ja, Klausel gezogen hat, folgende. Ah, soll doch gehen. Es tut mir leid, dass ich das gerade sagen muss, aber ich. Wir brauchen dich noch. Wir brauchen ihn doch noch. Wir brauchen ihn überhaupt nicht. Soll er weggehen? Berichten zufolge maximal hier die Freigabeklausel. Ah, super. Die Medien wissen es gleich wieder. Sauerei. Hallo Boss, ich würde gerne kurz im Namen der Mannschaft mit dir sprechen. Die Jungs machen sich Sorgen. Der hat mir jetzt schon 20. Mal die Sache erzählt. Ist hier jetzt schon weg? Ne, ist noch da. Wechseln wir erstmal den anderen ein. Hier spielt erstmal nicht mehr. Er kommt gar nicht mit. Und rechts kommt mal wieder Koppel hin. Jakobsen, du bist auch auf jeden Fall raus. So, dann gehen wir ins Spiel rein. Das letzte Spiel der Saison, glaube ich. Sehen, was daraus folgt. Gegen Halle. Let's go. Spannung pur. Ja. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Komm schon.
gutes Passspiel und auch mal schießen, genau, aus der zweiten Reihe. Ecke Tor jetzt. Naja, nicht, aber wir haben den Ball. Gut. Besser. Noch besser. Gute Chance. Ja, kein Tor. Alter, hat die 7, die 10 total freigelassen. Oh, gut durchgelegt, aber haben wir super geblockt. Ja, weiß nicht, ob der so gut war. Richtig schlecht eigentlich. Gut abgeblockt, aber jetzt eine Ecke für die Gegner. Bitte, hau die Pille da weg. Bitte. Oh, ganz knapp vorbei. Die Pille da wäre ich jetzt. Ja. Was war das denn für ein schlechter Pass von Nilsson? Sauerei. Bring ihn irgendwie in die Mitte. Komm schon. Noch ein weiter. Ach, Nilsson ist total in schlechter Form. Der wird gleich ausgewechselt. In der Halbzeit. Ja. So schlechte Pässe von Nilsson. Das kann nicht sein. Halbzeit 0-0 wäre stark für uns. Weil Halle ist echt besser. Halbzeit. In der zweiten Halbzeit das Tor machen. Let's go. Kommt schon, Jungs. Wir schaffen das. Hol durch den Ball. Super. Ja. Super Ball. Ball muss noch innen. Ecke, Schiri. Was? Mann, Mann, Mann. Super abgefangen. Ja. Oh. Guter Versuch. Schon wieder. Steht einer auf der Linie. Oh mein Gott. Sauber. Und rein. Ach Mann, lauf doch alleine. Ja, schieß. Oh Mann. Das kann nicht sein. So. Wird ja hier die Spieler angezeigt haben. Schieß 1-0. Ja, Nilsson. Ist da, wenn es wichtig wird. Geil. Wir wechseln. Mehr brauche ich erstmal nicht wechseln. Wir sind. Komm schon. Spielt das so zu Ende. Weiter an euch glauben. Nee, 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 nee. Das gefällt mir nicht. Gut. Jetzt auf den 9. Das für einen super Ball. Ja, ja. Boah, die Idee. Nicht funktioniert. Egal.
87 soll jetzt kein Gegentreffer mehr kriegen, ja? Wie das doch. Oh nein! Hau ihn um. Nicht im Strafraum. Hau ihn um. Pfeif ab, Schiri. Ja! Es ist der Sieg. Es ist der Sieg, dank Nilsson. Super. War es das jetzt mit der Saison, ist die Frage. Oh Boss, was will Koppel denn jetzt? Danke fürs Gespräch. Bei mir läuft es aktuell und fürs das Team auch. Das freut mich. Ich hätte nie so viel Spaß beim Fußball wie hier. Ich fühle mich bei diesem Verein wirklich wohl. Da sollten wir aber vertragsverlängern. Oh, nee, das wollte ich nicht. In der Fehler. Ich muss mir erst gründlich überlegen, ja, kann. Und hier Preisgeld. Das ist vorbei, ne? 1,6 Millionen haben wir bekommen. Das war's. Die erste Saison. Die schreibt mir noch. Gucken wir erstmal, was er schreibt. Das Richtige gedrückt. Aber es tut mir leid, wie alles gelaufen ist. Hoffentlich sind sie mir nicht zu böse. Ich versichere ihnen, dass ich 100% geben werde, bis der Transfer endgültig vollzogen ist. Die ist verkauft. Ah, nächster Platz. Ich glaube, dass... Wie viel Weltcup-Preis? Ich glaube, das war's mit der Saison. Die erste Saison von Andy Scheiber als Trainer. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Oder wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wahrscheinlich die neue Saison beginnt. Haut rein. Ciao, ciao.